Einen wunderschönen guten Tag von des 80%, wer der starke Mann aus dem Internet. Und heute zeige ich euch Kreuzheben, Bankdrücken und Kniebeuge, denn das ist der erste Stream-Zusammenschnitt. Ich habe es ja schon einmal nachgefragt, ob ihr Bock drauf habt. Ich habe es jetzt einfach mal gewagt und meinen Twitch-Account entstaubt und das Training von heute live gestreamt. Anderthalb Stunden richtig schöner Kraftsport mit doch zum Teil sehr schweren Gewichten. Und es lief gut, es lief wirklich sehr, sehr gut. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin echt ein bisschen müde und erschöpft. Ihr wisst es, Papi sein, gerade mit einer so kleinen Tochter, ist halt manchmal doch ein bisschen anstrengend. Und der Schlaf leidet. Und ja, wir waren heute auch noch in einer größeren Stadt wegen Shoppen, Weihnachtsgeschenke für die Große, gucken und so weiter. Die war mit, hat sich ein bisschen was ausgesucht. Naja, und auf dem Rückweg war dann noch Stau und es war alles ziemlich knapp und war, glaube ich, so 20 Minuten vor Stream- und Trainingsstart dann so wirklich zu Hause. Ja, ist halt manchmal so, muss man durch. Dementsprechend nicht ausgeruht, ein bisschen gestresst, aber habe versucht, so viel wie möglich Ruhe ins Boot zu bringen und das Beste rauszuholen. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Beim Kreuzheben habe ich ja gesagt, ich möchte 10 Kilo steigern in allen drei Abschnitten. Das heißt, bei den Fünfern, bei den Dreiern, bei dem Single. Das heißt, in Zahlen 240, 270, 300. Ja, also die 240. Ja, dadurch, dass der Tag heute auch schon ein bisschen hart war und ich nicht so hundertprozentig erholt war, war straff. Das war schwer. Die 270 waren nochmal eine gute Nummer schwerer. Und naja, die 300 dementsprechend, naja gut. Am besten ihr schaut euch das selber an und sagt mir dann, wie ihr das fandet. Und schreibt es in die Kommentare. Shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts. People who are half-nots. You are not as tough as me. 300 Kilo, Leute. Sie haben geklappt. Ich habe mich mega drüber gefreut. Das war für mich echt der Lift des Tages. Dass die geklappt haben, Hammer. Das war mir schon ein persönliches Anliegen mit der Vorbelastung. Und es war halt auch echt schwer. Aber visuell und gefühlt wieder meilenweiter Unterschied. Angefühlt haben die sich tonnenschwer. Ich dachte, ich stehe still, das Ding bewegt sich nicht mehr. Ich dachte, Alter, das gibt's doch nicht. Hab vom Kopf her gekämpft wie sonst was. Guck mir das Video und denke, was ist das? Ja, jetzt nicht super schnell, aber hey, das war doch problemlos durchgezogen. Ja, das ist manchmal so krass, was man sich dann im Kopf alles vorgaukelt. Ja, Bankdrücken habe ich dann nebenbei aufgewärmt. An dieser Stelle, Stream-Zuschauer sehen dann natürlich mehr, weil das ganze Training. Ihr seht jetzt quasi nur so ein bisschen die Highlights, ein bisschen Gequatsche von mir. Und wenn ihr das andere sehen wollt, montags Stream. Ja, auf jeden Fall Bankdrücken 190 Kilo. Diesmal habe ich aufgepasst, dass ich nicht 6 mache. Ja, gut geklappt. 6 Sätze A5. Aber, Alter, die waren aber auch schon echt dann hinten raus. Nicht ohne. Ich habe jetzt, glaube ich, den ersten Satz auf Video. Hinten raus. Es war echt knapp. Also, na, was heißt knapp? Es war schwer. Und on point, könnte man sagen. Ich denke, ich werde generell nächste Woche ein bisschen anders steigern. Beim Kreuzheben vielleicht nur 5 Kilo. Beim Bankdrücken vielleicht 2,5. Ich muss mal schauen, wie ich mich tatsächlich fühle und wie die Erholung so ist. Naja, aber jetzt guckt uns echt mal das Bankdrücken an. Zu guter Letzt habe ich natürlich noch die gute Kniebeuge gemacht. Was natürlich dann echt, wenn man dann so ein Programm durch hat mit 6 Sätze Bankdrücken und richtig schweres Kreuzheben, da freut man sich doch mal richtig nochmal
drei Sätze Kniebeuge zu machen. Natürlich mit 222 Kilo. Sieht auch schön aus, wenn man vier rote Platten auf jeder Seite drauf hat, finde ich. Naja, auf jeden Fall, also ich war schon müde und ausgelaugt. Wie gesagt, das war schon über eine Stunde im Gang. Das ist dann so quasi die letzten 15, 20 Minuten mache ich dann die Kniebeuge. Bankdrücken und Kniebeuge ist ja eigentlich ein moderates Gewicht. Deswegen funktioniert das ganz gut. Nur Kreuzheben ist halt wirklich richtig schwer. Ja, und es lief gut. Leichter als ich dachte, ehrlich gesagt. Schön geschmeidig durch. Ja, auch die Beinchen werden langsam wieder stärker. Ja, die 10 Gramm Kreatin am Tag scheinen auch da ihre Wirkung zu zeigen. Klar, es ist kein Wundermittel, aber es hilft doch, ne, bei der Regeneration und auch bei der Kraft. Und mehr, als ich persönlich gedacht habe, muss ich immer wieder sagen. Ne? Man denkt sich, Kreatin bringt schon was, aber das ist jetzt nicht so viel. Jetzt, wo ich es für Zeit lang weggelassen habe und wieder richtig hochlade und hochfahre, denke ich mir, doch, das bringt schon. Das bringt schon eine ganz schöne Menge. Ich war echt überrascht und bin es immer noch. Und wenn das so weitergeht, gibt es zu Weihnachten einen PR. Ne? Denn Build a Deadlift PR ist immer noch das Ziel. So, jetzt könnt ihr euch die Kniebeuge angucken und dann reden wir gleich nochmal kurz. Das war also mein Montag. Müde, erschöpft, ausgelaugt, stark. Überraschend stark, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich selbst überrascht, fand ich aber gut. Der Stream hat echt Spaß gemacht. Es waren auch schön ein paar Leute da, fand ich richtig geil. Hätte ich nicht damit gerechnet dafür, dass ich so lange nicht online war im Stream. Vielen, vielen Dank dafür. Würde mich natürlich freuen, den einen oder anderen von euch dort auch wieder zu sehen. Deswegen kommt ruhig zu Twitch. Ich kündige das immer dann bei Instagram an. Muss mal gucken, dass ich das auch vielleicht bei YouTube nochmal in den Community-Tab reinpacke, wann ich dann online bin. Wahrscheinlich wird es meistens immer so gegen 3:30 sein, dass der Stream startet, so von 15:30 bis 17 Uhr. Naja, ich weiß, das ist früh und die meisten Leute haben ja keine Zeit, Streams zu gucken, das weiß ich. Aber es ist halt so, dass ich in der Zeit trainiere und ich könnte sonst gar nicht online kommen. Und vielleicht hat der ein oder andere dann ja doch mal Zeit, sich das anzugucken und dabei zu sein. Gerade wenn ihr vielleicht Fragen habt oder sonst irgendwas. Und die könnt ihr mir dann direkt stellen. Ihr bekommt direkt eine Antwort. Wir können zum Beispiel über Themen diskutieren. Von daher ist das dann, denke ich mal, doch was anderes, als einfach nur einen YouTube-Kommentar zu schreiben und zu hoffen, dass ich ein Video drüber mache oder darauf zu antworten. Und deswegen, das ist jetzt so ein bisschen Community-Nähe für mich, für euch, damit wir so ein bisschen noch mehr zusammenwachsen. Weil ich finde meine Community, also euch, ihr seid schon eine richtig geile Truppe. Es macht echt Spaß, auch mit euch die Kommentare und so weiter immer zu beantworten und so ein bisschen mit euch zu diskutieren. Und wenn wir das alles noch live vielleicht hinkriegen, wäre es natürlich noch geiler. Und in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Sport. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bleibt mir gesund. Rock'n'Roll. Und das trotz Hund habe ich es trotzdem hingekriegt. So, macht's gut.